Ja, los, Sammy Boy. Dann holen wir mal die Leiter da runter. Und damit Na herzlich schon. willkommen zu The Last of Us, Folge 21 inzwischen. Und ja, das letzte Mal sind wir mit Sam, Henry, Ellie und Joel in dieser Kanalisation gelandet. Und wir wurden getrennt. Heißt, Joel und Sam sind jetzt in der Richtung unterwegs. Na bitte. Und ja, Ellie Gut und gemacht. Henry fliehen vor 5 Klickern, glaube ich, waren es in der letzten Folge. Oh ja. Oh, man Ist hört das es Ellie? sogar. Na los. Oh. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Ja. Durchgang, da drüben. Sam! Schnell! Nicht Es sind chillen. zu viele. Lauf, 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 lauf. Ellie, geh weg von der Tür. Wir müssen zusammen versuchen. Ja, komm. Sam! Er ist durchgekrochen! Er ist was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Mhm. Okay, los! Alle nach oben! Na los! Ja, hoch, 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 einfach raus hier. Ich bin Erster. Na, egal, Hauptsache weiter oben als die anderen. Zeug einsammeln und raus hier, komm. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! So eine Ahnung. Na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Ja, jetzt euch. Los. Du immer noch, oder was? Können wir raus? Sehr gut. Und zu da. Puh, aber gerade noch so entkommen. Gerade noch so entkommen. Frische Luft. Sind wir da? Toll. Wow, wollt ihr mich verarschen? Super. Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Komm, na los. Na toll. Ist ja bloß von der falschen Seite reingelaufen. Aber gut. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja. Gerade das schönste Erlebnis, aber. Ist da drin noch was? Ja. Ist da noch was? Nein. Mal, müssen wir die Waffen mal durchchecken. Okay. Mit dem Moment mal schnell hier die das Gewehr haben. Aber da, Entschuldigung, da muss ich kurz aufstoßen. Hier einmal die Pistole. Und da ist ein Funkturm. Sehr schön. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Mhm. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe und wieder ein Gebiet, wo man
etwas umschwanken. Das ist sogar eine Werkbank, sehr schön. Aber vorhin, letzte Folge, ich weiß gar nicht, wann ich es gesagt habe, aber ich habe gesagt, das wird wieder Zeit für eine Werkbank. Und jetzt ist es dann soweit, gleich nachher. Gut. Bisschen Alkohol, bisschen Stoff. Ganz schön großer Keller gewesen hier. Was haben die hier gemacht? Nicht nur Wäsche gewaschen, das kannst du mir nicht erzählen. Vorräte. Sehr gut. Nochmal etwas Schrott. Schöner. Ich kann es mir nicht mal vorstellen. So länger ich das Spiel hier spiele, desto weniger kann auch ich mir es vorstellen, Ellie. Ist ehrlich, weil alles so vermodert und kaputt ausschaut und. Oh. Gewehrmunition, sehr gut. Trotzdem wechsle ich erstmal auf die Pistole, weil die immer schneller schießt und. Ja. Oh, Entenfan. Ein Entenfan. Ist hier noch irgendwas? Ne, Entianer. Und ein Fenster, aus dem man nicht wirklich was sieht. Obwohl doch, dahin sieht man, glaube ich, ganz. Zumindest den Weg, wo wir hergekommen sind. Denke ich mal. Ja. Kann sein, dass ich mich täusche und das einfach nur gut gemacht ist von den Leuten hier. Aber hier sieht man raus, was uns da hinten erwartet. Sehr schön. Klo. Gab es hier kein Waschbecken? Ich glaube schon, oder? Vielleicht haben sie auch bloß mal abgerissen. Noch mehr Schrott, sehr gut. Oh, noch ein Zettel. Plündernotiz. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fensters der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kuchen gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, er sei sicher und noch wichtiger, versteckt, leicht zu verteidigen. Das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Kyle. Ach, du bist das. Das war keine gute Idee, oder? Nee. Davon haben wir letzte Folge und diese Folge irgendwie alle oder Großteil davon. Das war eben ziemlich heftig, ha? Oh ja. Gekillt. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich... Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Ihr scheint euch gut zu verstehen. Tja, und jetzt... Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, Joel? Ja, Ellie, ist klar. Ach, doch, war... eine Familie hier, ne? Dann brauchst du rumkommandieren, da können wir schon noch was bauen. Das ist der Hilfeset. Hier, Sprengfalle. Sehr gut. Okay. Auto voll mit Koffer. Oh, ich glaube, die haben es nicht mehr allzu weit geschafft. I have a gun. You loot, I shoot. We'll shoot to kill. Okay. Dann. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Toll. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Oh, Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Und? Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Was machen hier Hunde? Komisch. Schieße sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joe? Sag mal, liegt da noch irgendwas? Nee, ich weiß kaum noch, was gestern war. I'm armed, no trespassing, we shoot on sight. Okay, ich bin bewaffnet. Nicht betreten, ich schieße bei Sicht. Okay. Aber an sich war das schon so von der Art her. Oh, echt cooles Viertel. Halt dich lieber von ihnen fern.
Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Ich gehe mir erstmal ein Basteln. Das ist ein guter Platz. Ja, hoffentlich. Da kommt noch eine Waffe dazu, okay. Ich glaube, ich baue mir noch einen zweiten Waffenhalter erstmal. So. Dann haben wir die anderen Waffen eigentlich schon gut aufgerüstet. Jetzt können wir die hier mal ein bisschen verbessern. Über Stufe 1 müsste gehen, ja locker. Okay, machen wir die Streuung nochmal kleiner. Dann haben wir noch ein paar Pünktchen. Nachladetempo bei dem, oh ja. Oh, panzerbrechend hätten wir mal. Aber hätten wir eh keine Punkte mehr gehabt. Aber gut. Gut. Das ist nicht schlecht. Jetzt können wir nicht hier auch schnell wechseln. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich weiß gar nicht. Ein Eiswagen. Das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich? Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Gut, also ich hätte gern die Nummer 3, euer Nugginus und ein Spaghetti-Eis, dankeschön. Und nur einen blauen Schlumpf. So. Schauen wir, was hier drin ist. So, noch Zeug, sehr schön. Ich schau, das ist auch so ein Kleptomane, oder? Das sammelt eigentlich auch alles ein, was so geht. Ist wieder Schrott. Aber gut, das ist nicht die letzte Werkbank, auf die wir stoßen. Da gehen wir nachher runter. Schauen wir mal, ob oben irgendwas ist. Ja. Ja, das ist heute mal wieder so eine entspanntere Folge. Ne? Ja. Mal gucken, Folge. Schauen, was gibt es so. Mal ein bisschen was machen. Nicht dauernd nur irgendwas töten, wo wir gerade vorne. Aber doch ein bisschen was erledigt haben. Die Badezimmer. Gut, die sahen bestimmt auch schöner aus, als das Ganze hier noch nicht tot war. Sag ich mal. Vaters Notiz. Ich wollte die lesen. Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deine Brüder auf. Er will jetzt von dir beschützt... Pass auf deinen Bruder auf, er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugeln, wenn ihr fortgehen müsst. Bewegt euch unauffällig und schnell. Setzt deine Größe zu einem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Ja. Ich hoffe, sie haben sich wieder gefunden und sind alle nach Pittsburgh geflohen. Was jetzt da auch nicht gerade geil ist. Ach, die Pistolenmunition ist auch immer das Problem. Das, ich glaube, es sind nicht immer die gleichen Kugeln, ne? Aber, na, egal. Aber ins nächste Haus. Die Musik ist auch ganz cool. Ja, haut's nur ab. Haut's nur ab. Da ist ein Schrank. Sehr gut. Hurricane Drops. Sieht ein bisschen aus, als wäre es so ein Studentenwohnheim oder sowas gewesen. Ah, Pillen. Sehr schön. Ellie, hast du es gefunden? Sorry. So, kurz die Munition. Ne, das ist jetzt wirklich... Hat sonst noch jemand Hunger? Ja. So langsam. Warte mal. Kann hier. Kann man Dart spielen? Irgendwie? Ich hoffe es. Gut, man kann hier Dart spielen. Ich brauche ja hier nicht jetzt zu tun, als
Wüsste ich nicht. Doch, das machen wir dann auch gleich mal. Ah, so ein bisschen Schrott. Wenn man das immer wüsste, wie viel Schrott man vorher findet, ne? Könnte man eventuell mal gezielt da was bauen. Obwohl, wir haben ja viel gebaut. Wir haben jetzt die kurze Schrotflinte und die Shorty verbessert. Und wir haben einen zweiten Waffenhalter gebaut. Baller, falscher Knopf. Überlebende Notiz. Eine offene Tür, mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren. Ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu guten fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark sein für sie. Ish. Okay. Also nur weil irgendein Trottel nicht absperren konnte, hatten wir vorher ein bisschen Probleme. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Okay. Search Starlight, Botenteilchen. Buch 2, Botenteilchen. Der erste Test von Danielas Nullpunkt-Sprungantrieb war ein Erfolg, doch der Kontakt zum Testpiloten brach sofort ab. 48 Stunden später kehrte er verwandelt und mit einer Botschaft zurück. Wir sind die Reisenden. So begann die Botschaft. Okay. Was war das auch mal? Tresor. Kombination erforderlich. Dann hoffen wir, dass wir die finden, weil der letzte Tresor im Hotel, den konnte ich nicht öffnen, weil ich die Kombination nicht wusste, ne? Schade. Was haben wir hier? Streichhölzer. 8, 21, 36. Haben wir doch die Kombination schon. War zu einfach. Und noch ein Lumpen. An sich eine ganz coole Bude hier eigentlich. Und Pfeile? Ja, brauchen wir auch wieder welche. Der Rechner? Ja, High-End. Und der Bildschirm. Tastatur auch, aber keine Maus. Na gut. Pillen, Schrott. Munition für die Shorty. Die wir nicht brauchen. Toll. Ich habe noch keine Dartpfeile gefunden, ne? Da ging es jetzt auch nicht mehr irgendwie weiter. Da ging es ja nochmal hoch in irgendeinen Dachboden. Ne. Wenn man zeigt, guck mal hier. Hey Sam! Hast du die Pfeile gefunden? Ja, okay. Komm mal. Zeig mal, was du drauf hast. Oh. Ja? Verdammt! Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wasch! Ein Naturtalent. Glück! Nein, was nicht? Eines Glück. Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Naja. Sorry, Ellie, aber er war besser. Oh, Joel, das war schlecht. Können wir nochmal? Jetzt kommt der Tag, an dem Kinder wieder Kinder sind. Schlecht. Gehen wir. Ciao, das war jetzt peinlich. Bist so ein guter Schütze und sowas. So, schauen wir mal, was hier im Garten mal abgeht. Ob hier überhaupt noch irgendwas abgeht. Könnten wir ein Barbecue machen. Wir können ja nochmal das Ding öffnen. Und schauen, was so im Ding abgeht. Was dann so ein Infizierter schmeckt. Nur so eine Idee. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Straße da runter können. Ja, wieder so eine ruhige Folge. Wir haben jetzt eine kürzere Folge im Vergleich zu gestern, ne?
Was ist hier? Guck, das hat man jetzt fast übersprungen. Oh, ein Ziegelstein. Ja, endlich mal wieder Ablenkungsgegenstand. Können wir nicht hier ein bisschen spielen? Mein Haus, meine Rutsche, meine Schaukel. Ja. Was wär's? Okay, wir müssen sogar da lang. Fireflies waren hier. Okay. Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Wyoming? Bist du dabei? Ha? Das war ein Ja. Aber okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier runterspringen, beenden wir die Folge für heute. Ich hoffe natürlich, sie hat dir gefallen. Wenn ja, lass doch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Ein Abo natürlich, wenn du nichts mehr verpassen willst. Und aktiviere einfach bitte die Glocke, dann siehst du auf jeden Fall auch, dass Videos kommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, servus und fiatü.